Wir brauchen auf unserem Arbeitsmarkt alle Menschen aus dieser Gesellschaft, um die Bedarfe zu decken. Und da gehören Menschen mit Inklusionsbedarf eben genauso dazu. Und was für uns wichtig ist, dass wir es schaffen, diese Potenziale auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erschließen, damit sie einen größeren Beitrag zum Gemeinwohl leisten können. Und das wollen die Menschen auch. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit geben. Mich hat überrascht, wie man Arbeit bei den Werkstätten denkt. Also, dass man nicht davon ausgeht, wir haben einen fertigen Prozess und jetzt suchen wir uns Leute, die wir dafür nutzen können, die Fähigkeiten haben, sondern dass man von den Leuten ausgeht. Was können die, was wollen die, wo kann ich die hinentwickeln? Und dann überlegt, welchen Prozess kann ich mit denen umsetzen und was sucht, womit man am Ende dann auch sogar auf dem freien Markt konkurrenzfähig ist. Und drei Vorteile sind für mich Fairness. Jeder hat das Grundrecht darauf, in diesem Land einen Platz zu finden und entsprechend seiner Bedürfnisse behandelt zu werden. Zweiter Punkt ist für mich Vielfalt. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft, das sollten wir auch leben. Und Vielfalt ist das, was uns gemeinsam stark macht. Und als letzter Punkt Wertschätzung. Wenn wir lernen, in der Vielfalt zu leben und gegenseitig uns als Menschen zu sehen mit Stärken und Schwächen, dann lernen wir auch gegenseitig uns besser wertzuschätzen. Und ich denke, das bringt uns als Gesellschaft insgesamt voran. Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil die Hindernisse eben in der Umwelt existieren, die wir als Menschen in Gesellschaft erstmal geschaffen haben. Weil wir eben als Menschen ohne Inklusionsbedarf, ohne Beeinträchtigung unsere Welt so gestaltet haben, dass sie für uns angenehm ist, aber dabei nicht daran gedacht haben, dass es Menschen gibt, die eben da Hürden vorfinden. Und deswegen müssen wir als gesamte Gesellschaft daran arbeiten, diese Hürden abzubauen und Menschen Zugänge zu bieten, die eben vielleicht nicht so sind wie wir, aber ganz andere Talente, Fähigkeiten und auch einfach Charaktere reinbringen. Ich glaube, bei den politischen Rahmenbedingungen liegt es vor allem daran, dass wir die Pflichten für größere Unternehmen verstärken. Also zum Beispiel wäre es auch möglich, dass teilweise Leistungen, die gerade in den Werkstätten erfolgen, eigentlich als eigene Abteilung in den Betrieb reingehen. Aber das machen die Unternehmen aktuell nicht wirklich freiwillig. Ich glaube, da braucht es eine gesetzliche Regelung, dass Unternehmen sich trauen, in diese Lösungen zu gehen, aber auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Ich würde die Aktion auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Arbeit bekommt mit Personen in der Inklusion und es vielleicht auch ein bisschen im Kopf Klick macht, dass man nicht mehr das Bild hat, ja, da sitzen Menschen, die können nur nach Farben sortieren, sondern die können viel, viel mehr, wenn man sie dann lässt und die richtigen Rahmenbedingungen hat. Und ich glaube, das wird einem erst so richtig klar, wenn man da in der Praxis mal daneben gesessen hat und vielleicht auch mal ein paar Aufgaben selber gemacht hat, wo man mal nachdenken musste. Ich habe mitgemacht. Mach du es doch auch.